Hallo! Also, hallo. Leute, die Kirmes heute zu Besuch. Die ist ihren S1 verloren. Du lässt deinen S1 bei uns verlieren. Ja. Und ich habe sie direkt mal eingespannt, weil ich wollte euch ja noch einen Quick-Tipp drehen. Heute geht es nämlich darum, wie fahre ich Trabi, wie sind die Gänge und was muss ich vorher überhaupt alles beachten. Sag mal, wo ist eigentlich der Schlüssel? Der Schlüssel habe ich dir, glaube ich, gerade hingelegt. Oh, gut, okay. Trabi, schau mal hier. Ich habe noch so einen ultra luxuriösen Lederanhänger. Geil, das ist auch richtiges Leder, wenn es schon richtig gebraucht ja, ist. Ja, absolut. Ja. Ich glaube, es ist auch, ich glaube, das gab es sogar echt. Ja. Ist älter als du. Es ist älter, wie alt bist du eigentlich? Sag mal, 93er Jahre. Oh, die ist noch jünger als ich. Krass, das Auto ist älter als die. Das ist 89er. Ja, kannst du mal sehen, ey. Guten Schuss, weniger Falten als ich. Hör auf, ey. So, pass auf, es sind nämlich zwei Schlüssel tatsächlich. Ich habe die am Anfang immer verwechselt. Wir haben einen Schlüssel für Tür und Kofferraum. Mhm. Und einen für die Zündung. Okay. Und auch den kann man noch verkehrt mit einstecken. Mal gucken, ob du das noch richtig machst. Uiuiui, 50-50 Chance. Bevor es losgeht, ja, du darfst jetzt mal die Tür aufmachen, weil wir müssen mal die Motorhaube aufmachen. Mal gucken. Mhm. 50-50. Ich habe jetzt mal gesagt, so rein vom... Ja, vielleicht. Ja. Ist aber wahr? Das war sehr richtig auf jeden Fall. Jetzt drücken, wenn es geht. Ah, das war schon mal gut. Okay. Sehr gut, okay. Dann mache ich mal, das ist nämlich ein bisschen fies und versteckt. Hier ist nämlich so ein super geiler Köpfchen. Kann der Kevin das kurz filmen? Oh, ich gebe mein Bestes. Wenn ich zeigen wir das, blenden wir das gleich einmal ein. Dieser Knopf hier hinten in der Ecke, der ist für die Motorhaube und der geht auch extrem schwer. Den kann man ein bisschen. Ah! Das ist wirklich schwer. Den kann man ja aufmachen und dann können wir hier ein bisschen in die Motorhaube gucken. Was denken, was erwartet ihr? Viel Motor, wenig Abdeckung, wie jetzt bei den neuen Autos. Einmal Gesichtsausdruck hin, bitte. Aber ein Haubenlift. Hä? Ja, ist schon sehr alt, aber man kommt zumindest an alles ran. Und wir haben hier so eine schöne Stäbe, da kann man nämlich einmal den Spritverbrauch testen. Und das sollte man tatsächlich auch für jeder Fahrt machen, weil die hier eine richtige Tankanzeige drin hat. Guck mal, wie viel wir drin haben. Also einmal so. Nicht voll. Ja. Zum Anschlag gerade. Sehr gut. Oh ja, das sieht doch gut aus. Mhm. Kann man jetzt überhaupt noch lesen, was da steht? Ja, genau. Das ist eine 10, genau. Ach, perfekt. Ja. So, pass auf. Was denkst du jetzt? Also, sonst macht man das ja mit dem Tuch sauber oder so? Nee, hier steckt man das dann einfach da oben wieder rein. Ja? Ja. So mit Abschmieren und so. So. Crazy. Absolut crazy. So, da haben wir jetzt auf jeden Fall schon mal geprüft. Eigentlich sollte man auch ein bisschen Spaß noch prüfen, aber da sage ich jetzt alles. Haben wir heute schon alles. Das heißt, wir können eigentlich ins Auto gehen und ich zeige dir mal, worauf es zu uns ankommt. Schön, oder? Ich mach mal aber die bequeme Sitze, muss ich ja sagen. Ne? Absolut. So, warte, den müssen wir noch anmachen hier. Die Gute. Sehr gut, okay, gut, sehr schön. Dann darfst du den anderen benutzen und jetzt gibt es hier so einen Trick, den kannst du ja mal kurz in die Kamera halten, den Schlüssel. Der hat jetzt so eine schöne Kerbe dran und die Kerbe muss nach oben zeigen, sonst passt zwar der Schlüssel, aber du kriegst es nicht rumgedreht, total bescheuert, aber gut. Mhm. Dann also mit mal Kerbe. Glück. Sehr gut. Kerbe nach oben. Kerbe nach oben. Okay. Ich habe die auch schon 100 Mal verwechselt und irgendwie ging es dann halt immer nicht. Da ist das Zündschloss. Mhm. Dann ist hier unten so ein schöner Benzinhahn. Das ist dieses Gerät. Und da stehen so lustige Buchstaben dran. Und das Schöne ist, es ist alles in Deutsch. Es ist nämlich zu, auf und Reserve. Super geil, oder? Und genau, du musst den eigentlich immer auf Zustehen haben. Vor allem, wenn das Ding steht, weil du sonst der Motor absäuft. Ja. Yeah. Und wenn wir aber starten wollen, müssen wir den aufdrehen. Und Reserve ist dafür da, dass quasi die letzten 5 bis 6 Liter, die noch drin sind, im Tank wirklich rauskommen. Weil mir wurde erklärt, dass da wie so eine Art Stift drin steckt. So. Mhm. Und das ist der Tankbehälter. Mhm. Und dann läuft quasi der Sprit von diesem Ventil hier oben runter. Mhm. Und wenn du noch 5 bis 6 Liter im Tank hast, sitzt das aber hier. Und dann kommt das theoretisch hier nicht mehr oben raus. Und dann machst du nämlich auf Reserve und dann sitzt das Ventil nämlich hier unten. Und dann kann der Rest auch noch rauslaufen. Ach so, okay. Sehr gewieft, oder? Also, mega geil. Man wusste sich zu helfen damals. Es ist abgefahren, krass manchmal. Genau, das heißt, wir drehen das einmal auf. Ja. Dann gibt es hier bei dir an der Seite, das ist quasi dieser runde Knopf da. Warte mal, ich weiß gar nicht, siehst du den? Genau, den musst du einmal ziehen, das ist der Schock. Einmal kurz nur? Nee, einmal komplett raus tatsächlich. Genau, den musst du einmal komplett rausziehen. Genau. Komplett rausgezogen. Sehr gut, genau.
Und dann darfst du eigentlich schon deinen ersten Versuch machen. Wir haben den jetzt hier gerade in der Lernaufstellung. Und jetzt nochmal mehrfach so mit dem Fuß. Genau. Und jetzt weiter. Stimmt, du kannst loslassen. So klingt Trabi. Und jetzt darfst du den Choke wieder reindrücken. Ja. Sehr gut. Bist du angeschnallt? Oh nein. Okay, schnall dich an. Ich schnall mit Manni aber auch an. Mach mal die Tür richtig zu, ne? Nicht, dass du rausfliegst. Oh no. Sehr gut. Oh je. So, das haben wir den Leerlauf. Und jetzt würde ich sagen, du machst jetzt mal den ersten Gang, indem du quasi Kupplung trittst und genau noch nach unten machst. Okay, wir sind im Rückwärts, sehe ich gerade. Der Rückwärts ist nämlich hier so ein bisschen schräg. Genau. Du musst quasi wieder einen Leerlauf rausziehen. Ja, so. Und jetzt runter. Genau, jetzt ist der erste Gang. Okay. Ein bisschen Gas, aber viel Gas, Entschuldigung. Sorry. Ein bisschen Gas, also, viel Gas. Entschuldigung. Das war meine Schuld, sorry. Ja, sorry, dass ich dir vielleicht sagen soll, Trabi braucht viel. Okay, das viel. Heißt, wir machen jetzt nochmal Leerlauf. Genau. Das war jetzt Leerlauf. Ne? Das ist der Leerlauf, richtig, so, genau. Die Diagonale. Okay. Dann auf ist er noch. Choke, kannst du ruhig nochmal ziehen. Und dann so ein bisschen Gas. Okay, genau, so klingt gut, ja! Ah, so, okay! Sehr gut. So, jetzt haben wir ihn aber, oder? So. Okay. Ah ja. Ja, so. Und jetzt runter? Genau, jetzt. Okay, und jetzt gut, viel genau. Gas geben. Jetzt viel Gas und Handbremse aber auch lösen dann. Jo. Handbremse lösen. Ja, und viel Gas. Gas! What? Ja, der braucht alles, was sie kann. Also eigentlich muss man richtig durchdrücken. Mach mal richtig, Olle, ja. Wenn dich heute der Helm drauf. Ach, crazy. Den kannst du hart. Das ist ja hart crazy. Gas, Schock schon mal reindrücken. Und ja, genau. Woo. Geil, weiter Gas, genau. Sehr gut. Jetzt Kupplung. Jetzt sag ich dir mal, warum rechts irgendwas kommt. Nö, ihr kannst es loslegen. Es ist perfekt. Jetzt bin ich im Ersten. Genau, ne? Will ja mit viel Gas dann quasi anfahren. Ach, es kann ja nur von rechts kommen, ja. Ja, das ist eine Einbahnstraße, Gott sei Dank. Voll gut. Woo. Sehr gut. Du machst das voll gut, ohne Mist. Und dann wieder. Achso, wir können schon runter. Ja, jetzt bin ich schon vorbei. Ich war so konzentriert darauf. Ab wann schaltest du den dritten? Kannst du, wenn du mehr Gas gibst? Ich glaube nicht, oder? Noch mal er zeigt das ja gar nicht richtig hier an. Nee. Drückst du mal, wenn du so bist, ist rein. Und wieder hoch? Nee, das war dann, musst du dann jetzt verlieren. Ja, und jetzt voll Gas einfach erstmal. Genau, ein bisschen Fahrt aufnehmen. Ja, das sieht sehr gut aus. Bis vorne zur Ecke ruhig voll Gas. Genau, und jetzt kannst du quasi ein bisschen zu mir. Oder? Ja, genau. Zu dir ziehen und runter. Ah. Und das jetzt aber da drin, jetzt musst du richtig Gas geben. Ja. Aber es ist schön. Crazy, das ist total cool. Das hat einfach so Stil, dieses Auto. Ich freue mich, das macht vor allen Dingen übelst gut. Ja, ich das riecht gut, die Leute freuen sich am Start. Ja, das glaube ich. Vor allem, wenn du liegen bleibst. Das macht bestimmt wahnsinnig viel Spaß, auch das dann jetzt aufzubereiten, glaube ich. Würde ich einfach mal machen. Jetzt schwach bremsen, ist nämlich sehr schlecht, die Bremsen. Bremsleistung bedenken, da sind wir da doch mit unseren Autos. Warte, noch ein Stück wieder diagonal. Nee, warte, diagonal, genau, rein und runter. Genau, das ist der erste Gang. Okay. Und jetzt kannst du fahren, weil es kommt absolut nichts. Und viel Gas. Richtig Gas. Ja. Hi. Genau. Und jetzt wieder Kupplung, mittel und nach oben. Yeah. Sehr gut. Das ist ja echt cool. Ne? So, jetzt bist du zu mir. Ja, sehr gut. Auf Bremsen. Da kommt Auto. Das ist quasi schon mal wieder eine Aufstellung. Oh, du bist hier echt prädestiniert, du machst das super gut. Soll ich da jetzt Stück rein mit dem Stück? Ah ja. Leider am Straßenrand, du machst das so geil. Wuhu! Ja. Ja. Ach witzig, aber man gewöhnt sich schnell dran, finde ich. Boah, du machst das so gut, muss ich sagen. Also ich war ein bisschen panisch, aber im ersten Mal. Ja, crazy, was man alles. Wann ist denn das? Das war vorgestern. Im nächsten Video. Hier was passiert und da musste der Trabi abgeschleppt werden. Oh nein! Ja. Ja, da war ich auch ein bisschen
habe ich den Trabi geschrottet. Oh nein! Sehr gut. Kommt er wieder rein? Ja, oder du davor? Direkt wieder reinfahren. Okay. Weil wir müssen deinen S1 ja dann auch nach die Halle fahren. Oh ja. Sie freut sich schon. Und wie? Kannst du dich viel schneller erfahren, wo der Hund steht ungefähr? Blinker ja. aus. Die hört man auch überhaupt nicht, die Blinker. Das nee, deswegen. Das ist so laut ist das Auto. So, das heißt. Jetzt wieder Leerlauf, ja. Genau. Und dann einfach aus. Ganz wichtig, unbedingt jetzt diesen Benzinhahn wieder zumachen. Oh, ja, genau. Oh mein Gott, das würde mir wahrscheinlich immer. Ist er jetzt so zu? Jetzt ist er zu, tatsächlich. Ja, und mir ist es auch schon passiert, ihn dann nicht zuzumachen. Ja, das wäre ich wahrscheinlich dann. Genau, und das ist, warte, hier ist das. Ganz unten. Ja, wie cool. Sie war mega gut. Richtig cool. Richtig gut gemacht. Habt ihr noch 10 Liter? Kommt er ja noch 20 Nächster Roadtrip Kilometer. Geht auf mich. Ist wahrscheinlich wahnsinnig teuer, ne? Es geht, also das ist ein übelster Spritfresser, aber es kann auch sein, dass das daran lag, dass ich letztens den Hahn die ganze Zeit offen gelassen habe und dass er ein bisschen dezent nach oben abgebissen ist. Man weiß es nicht. Mal gucken. Super cool.